Radio 1. Der Gesichterleser. Dirk W. Eilert. Er sieht, was andere nicht mal ahnen. Und da reden wir heute Morgen mal über Uli Hoeneß. Vor knapp einem Jahr ist ja bekannt geworden, dass der FC Bayern-Präsident Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Mittlerweile schätzt man, dass es 3,5 Millionen Euro sind. Heute Morgen in etwa einer Stunde beginnt vor dem Landgericht in München der Prozess gegen Hoeneß. Unser Gesichterleser Dirk W. Eilert wird bei den Interviews und Stellungnahmen wie immer etwas genauer hinschauen. Heute früh vor dem Beginn des Prozesses interessiert uns insbesondere die Frage, wie zuversichtlich Uli Hoeneß in die Verhandlungen geht. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was konntest du in den letzten Monaten bei Hoeneß in der Mimik in Bezug auf den Prozess denn erkennen? Ja, wichtig ist mir, dass ich mit meiner Analyse natürlich keinerlei Aussage darüber treffen möchte, ob Hoeneß aus juristischer Sicht schuldig ist oder nicht. Schade. Es geht mir hier nur darum, ein bisschen genauer hinzuschauen, mal zu gucken, was in ihm vorgeht, welche Emotionen ihn bewegen. Und es war gar nicht so leicht, Interviews mit Hoeneß zu diesem Thema zu finden. Er hat sich in den letzten Monaten ja sehr zurückgenommen und sich, wenn überhaupt, meist nur zu Sportlichem geäußert. Ich habe aber aus mimischer und körpersprachlicher Sicht ein sehr spannendes Interview gefunden. Das ist ein Interview, das die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein am 24. Juli letzten Jahres nach dem Spiel München gegen Barcelona gespielt hat. Witzigerweise am Uli Hoeneß Cup. Und deswegen ist bei den O-Tönen jetzt, die wir uns gleich anhören, im Hintergrund auch die Stadionmusik zu hören. Also nicht wundern. Und Katrin Müller-Hohenstein ist hier mit folgender Frage eingestiegen. Sie haben jetzt persönlich in den letzten Monaten auch schwere Zeiten erlebt. Sie haben viel Gegenwind erfahren, aber auch sehr viel Unterstützung der Vereine, die Mannschaft, die Sponsoren. Die haben sich alle demonstrativ hinter Sie gestellt, haben gesagt, wir wollen, dass Uli Hoeneß unser Präsident bleibt. Jetzt sind Sie aber ja eine autarke Person. Sie können ja für sich selber auch entscheiden. Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft? Werden Sie Präsident bleiben beim FC Bayern? Ja, hier hat die Mimik und Körpersprache von Hoeneß schon sehr viel verraten. Es geht gleich am Anfang los. Als Müller-Hohenstein damit einsteigt, dass Hoeneß in den letzten Monaten schwere Zeiten erlebt hat, kratzt er sich an der Nase. Das ist eine typische Beruhigungsgeste und ein Hinweis darauf, dass der Stresspegel hier schon bei ihm beginnt anzusteigen. Das wird dann durch zwei weitere Signale unterstützt. Er öffnet kurz den Mund, das sieht so ein bisschen so aus, als ob er nach Luft schnappt, und er muss vermehrt schlucken. Als sie dann seinen Posten als Präsident anspricht, huscht ein Ausdruck von Ärger über sein Gesicht. Sehr subtil, sodass man das hier leicht übersehen kann. Jetzt sind nämlich leicht die Augenbrauen zusammen und die Oberlider hoch und dadurch wird der Blick stechend und er bläht die Nasenflügel auf. Insgesamt zuverlässige Hinweise auf Ärger, ihm scheint die Frage also nicht wirklich zu schmecken. Direkt danach presst er dann die Lippen zusammen und drückt sein Kinn nach oben. Das ist eine typische Bewegung, wenn wir versuchen, unsere Gefühle zu kontrollieren. Umso spannender, da mal zu hören, wie der Mann geantwortet hat. Ja, ich werde jetzt in aller Ruhe abwarten, wie sieht diese Steuerangelegenheit zu Ende geht und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Ich kann das jetzt nicht abschließend sagen, aber ich habe unglaublich viel Zuneigung, Zustimmung der Fans vor allen Dingen bekommen. Dirk, was hat die Mimik von Hoeneß hier verraten? Ja, als er sagt, dass er in Ruhe abwarten wird, zuckt er einseitig mit der Schulter. Das gibt den Hinweis, er kauft sich das selbst wahrscheinlich nicht wirklich ab. Und dann passiert was sehr Spannendes. Als er von der Zuneigung der Fans spricht, wird sein Gesicht wirklich richtig rot. Und sein Gesichtsausdruck ähnelt eher einem Ausdruck von Schmerz als dem von Freude. Mhm. Er zieht hier die Wangen hoch und kneift die Augen zusammen. Rot werden wir typischerweise, wenn uns etwas peinlich ist oder wenn wir uns ärgern. Ich tippe hier darauf, dass er sich zwar über die Zuneigung der Fans gefreut hat, dass aber diese Zuneigung nicht die Kritik und Kälte aufwiegen konnte, die ihm in der Öffentlichkeit ebenfalls entgegengeschlagen ist. Zum Schluss hat Uli Hoeneß dann gesagt, dass er relativ zuversichtlich ist. Ich bin relativ zuversichtlich, dass es am Ende doch ein relativ gutes Ende nehmen wird. War das denn glaubhaft? Ja, sein Körper sagt ja auf jeden Fall deutlich nein. Er zuckt hier nämlich wieder einseitig mit der Schulter, was hier auch wiederum ein Hinweis ist, dass er sich selbst nicht glaubt. Hinzu kommt, dass er seinen linken Mundwinkel beim Betonen sehr stark hochzieht. Das ist, weil das beim Sprechen macht, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen ist das hier ein vorsichtiger Hinweis auf Skepsis. Heute beginnt der Prozess gegen Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Er ist offenbar skeptisch und unsicher und hat vielleicht auch ein bisschen Angst. Das haben wir von unserem Gesichterleser erfahren. Vielen Dank, Dirk W. Eilert. Gerne.